Seine Ehefrau, eben noch Nerd im Web, umrundete den Tisch. Sie wandte sich der jungen Kuratorin zu und sagte: Wir wollen unser weibliches Leben. Und die beiden Frauen skandierten: Hero Ralph, we rescue ourselves. Der Medienkünstler zog als sommernächtlicher Buck die Fäden, nur die Geschäftsführerin an seiner Seite zeigte sich von seinem Spiel unbeeindruckt. Der Philosoph setzte seine Tele-Eyeglasses auf und als Seher unter Blinden gab er die Weisung aus: Du musst dein Leben ändern. Der literaturaffine Luxemburger Gast deklamierte die Gernsbeck'schen Verse. A friend not long ago asked me what made me and man of my ilk forecast the future. Was den schönen Hugo auf den Plan rief. Er landete mit dem Aero-Gyro mitten auf dem Tisch und die Ciabatta-Brösel stoben nur so auseinander. Die Autorin, bisher im neutralen Aufnahmemodus, war Hugo augenblicklich verfallen. Ihr Gesicht wurde von einer leichten Röte überflutet. Oh, du heiliger Palp!